Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder beim EDS 2 im Multiplayer. Und ja, ich habe mir schon eine Fracht gegönnt. Und zwar ist das Flur, bringen wir nach Dresden. Das sind die 1000 Kilometer Tour, die ich dann jetzt mache mit dem Iveco Highway. Den ihr ja auch schon in der letzten Folge gesehen habt. Und ja, wir bringen jetzt das Zeug nach Dresden und... ne? Mal schauen, wie das dann so klappt. Ich habe euch ja gestern noch ein Tutorial gezeigt und wenn ihr das noch nicht wusstet, könnt ihr jetzt mal reingucken, wie ich das hier gemacht habe. Ja, genau, Lichthupe und Hupet auf einer Taste. Und falls ihr auch wissen wollt, wie das geht, könnt ihr ja in den Tutorial noch mal reinschauen. Und euch das dann auch machen, wenn ihr Lust habt. Die Idee ist mir gekommen, als ich das rein per Zufall in irgendeinem Forum gesehen habe. Ich habe schon zum Beispiel das Forum, den Namen auch schon wieder vergessen. Aber ich hatte nach irgendwas hatte ich gesucht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall habe ich das dann rein per Zufall mal gefunden und das dann direkt auch mal ausprobiert. Und wie ihr seht, es funktioniert. Sogar sehr gut. Wie ich finde. So, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Nach Dresden in den Osten und werden dann unseren Spaß haben hier. Oh, das war wieder ein fetter Leck hier. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich hoffe, das war jetzt nur eine Ausnahme. Bin auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon von dem neuen neuen Update gehört habt. Da wird bald ein zur Lenkradanpassung eingeführt. Das heißt, man kann die höher stellen, weiter zu sich hin oder weiter ans Armaturenbrett dran. Und da bin ich ja mal gespannt. Ne, hoch und runter und doch, vor und zurück, genau. Uiuiui, da hätte ich fast die Ausfahrt verpasst. Heieiei. Was, jetzt hätte ich auch geradeaus weiterfahren können? Oh, da schickt er mich hier durch. Also jetzt die FPS sind wahrscheinlich so, weil wir gerade in Stockholm sind, sozusagen. Aber normalerweise, wie Bolle auch schon sagte, müsste bei mir eigentlich die vollen 60 FPS sein. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Kann ich jetzt auch erstmal nicht ändern in den nächsten Monaten. Zumindest hat meine Grafikkarte nichts zu tun. Also ich habe keine Ahnung, warum dann so hier so ein Rumgelege hier rum ist. Alter, was ist denn das? Also mittlerweile kotzt mich das echt an. Scheint wirklich so, als wenn das ein Fehler in der im Windows ist. Aber wenn ich wieder außerhalb bin, dann seht ihr ja, da ist nichts mehr. Zwischendurch kommen so noch die Lags, aber das ist nicht mehr wirklich heftige. Das ist auch merkwürdig. So manchmal so, wie je nachdem, wie lange ich spiele, desto besser wird das dann. Schon keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch ja das Tutorial hierfür mal reinziehen, denn das ist eigentlich ganz gut geworden. Es dauert auch nicht lange, 5 Minuten oder sowas, und wenn euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Hier natürlich auch in dem Video, ist ja klar, ne? Fahren wir mit dem schönen Iveco. Ne?
mit dem tollen Ding hier. Was so eine schöne knallrote Farbe hat. Auf jeden Fall wieder erstmal zurück nach Deutschland. Ich bin übrigens diesmal in Stockholm, weil es in Helsingborg nicht so viele Aufträge gab. Deshalb bin ich mal wieder zurückgefahren, also bin nach dahin gefahren. Oder habe mich eher gesagt dahin portiert. Und so habe ich auch die 1000 Kilometer. Ein Danke nochmal, Thorsten, dass du mir gesagt hast, welchen ich vor dem Volvo hatte. Ah, echt, jetzt guck dir das an. Das lag jetzt, glaube ich, an den anderen Spieler, der... Mein Gott, was ist denn das? Verfickte Kacke. Entschuldigung. Das ist bestimmt einer von den Spielern hier. Jetzt wieder alles in Ordnung. Ja, jetzt wieder nicht. Was ist denn hier heute los, echt? Entschuldigt das Gemecker und sowas, aber ich verstehe echt nicht, was hier falsch dran läuft. Ich muss wohl die Tage nochmal alles neu installieren. Hilft wohl alles nix. Na, dann werde ich heute mal die ganzen Aufnahmen machen. Also ich muss eh heute Aufnahmen machen, da ich morgen leider zum Zahnarzt muss. Und dann den Rest der Woche noch arbeiten. Da, oh, da hängt der Schlüssel der Stadt. Sehr schön. Ja, da werde ich keine Zeit haben zum Aufnehmen diese Woche. Da ich auch noch ein paar Tutorials noch in der in Planung habe. Wir werden wohl noch ein oder zwei Tutorials werden noch folgen. Auch zuerst habe ich das eine mal, wie heißt jetzt, sag mal schnell, erstellt. Irgendwie wird es heute im Multiplayer nicht hell. Nachdem ich das Tutorial gemacht habe, wurde es einfach mal dunkel und seitdem ist es dunkel. Merkwürdig, merkwürdig. So, ich werde mir auch bald Windows 10 wieder drauf machen, weil die Grafikkarte zum Beispiel hat ja DirectX 12 und in Windows 7 ist kein DirectX 12. Das geht nur bis DirectX 11.3. Deswegen, damit die Grafikkarte ihre vollen Wert ausschöpft, sage ich mal, werde ich dann Windows 10 draufhauen. Dann hoffen, dass alles besser läuft, ne? Aber ich werde nicht drum rumkommen, mir eine zweite Festplatte zu organisieren. Denn mit einer zweiten Festplatte läuft das dann auch nochmal stabiler. Ich denke mal, das ist eigentlich nur, weil ich gerade alles auf eine Festplatte habe. Hammer. Hm. Hammer, ey, weißt du? Hornköping. Das sind wir schon hier. Heißt das dann also, wir können beide für also 20 Stunden haben wir noch, aber wir fahren ja noch ein bisschen in mit der Fähre. Das heißt, wir können das sogar vielleicht sogar in zwei Touren, zwei Folgen schaffen. Wer weiß, mal gucken, ne? Bin mal gespannt. Bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Ich würde gerne, dass ich nicht immer so machen muss. Mit dem rechten Stick, also ich fahre ja dann mit dem rechten Stick immer nach rechts oder nach hier nach links. Ich würde das eigentlich lieber gerne haben, wenn ich den Stick dann nach rechts mache, dass dann zum Beispiel dieser Blick kommt und nicht direkt immer so machen muss. Von daher muss ich mal gucken, ob das
ob ich das auch so einstellen kann mit der Tasten, mit dem in der Kontrolldatei. Controls Z. Bin ich echt gespannt. Das werde ich mal ausprobieren bei Zeiten. Wenn ich dann dazu Zeit habe. Weil diese Woche ist, wie gesagt, knapp bemessen meine Zeit. Von daher werde ich mal ein bisschen rumtesten mit der nächster Zeit. Und dann werde ich euch mal zeigen, ob das geklappt hat oder nicht. Also hier auf dem Server ist eigentlich auch viel los und fast 2300 Spieler on. Spieler wieder auf den EU2, weil das einfach besser ist auf dem Server. Die Autos sind auch nicht mehr so viel, es hat nachgelassen mit den Autos. Von daher kann man auch wieder auf dem zweiten Server spielen. Nur diese Ruckelei geht mir auf den Nerven. Ich habe heute wieder Vokabular, ich sag alles falsch. Und da ist wieder ein Raser. Wie schnell der unterwegs ist, meine Herren. Hat es jemand eilig? Irgendwie kommen diese Ruckler immer nur dann, wenn andere LKWs auftauchen oder verschwinden. Aus meiner Zone. Komisch. Also ein paar Ruckler werdet ihr gar nicht mitbekommen. Aber die heftigen Ruckler, die bekommt ihr alle mit. Und das finde ich echt schade, weil das möchte ich nicht eigentlich. Ich glaube, ich werde demnächst einfach wieder ETS über OBS aufnehmen und das dann einfach direkt hochladen. Weil mit dem Programm, mit MSI, klappt das wohl nicht so ganz. Oder es liegt, wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, daran, dass es auf einer derselben Festplatte ist, das Speichern der Videos und die Spiele. Wie gesagt, da brauche ich erst eine zweite Festplatte für und das werde ich wohl erst im November haben, die zweite Festplatte. Oder vielleicht finde ich noch bei mir im Keller welche. Ich habe zwar noch zwei Stück im Keller, aber davon ist eine kaputt oder zwei. Und da muss ich erstmal testen, welche davon das ist. Und eventuell mache ich die dann zu einem Raid, wenn beide funktionieren. Und dann tue ich da drauf die Spiele. Hört sich gut an, ne? Finde ich auch. Sind dann 320 GB, das dürfte dann eigentlich reichen für die Spiele und Programme. Weil die meisten Programme dann bei mir auf der SSD sind. Ah, ist ja ein. Wieder ein schneller Fahrer unterwegs oder mehrere. Hinter mir kommt nämlich noch einer. Ups. Falsche Taste war das. Gucken, wo wir hier sind. Schon. Zentrum von Helsingborg wahrscheinlich, ne? Und hier müsste nämlich dann auch gleich die Fähre schon kommen.
Das heißt dann wohl, die Fähre, die schaffen wir dann noch in der Folge, das denke ich mir mal schon. Na, der fährt nicht so ganz schnell. Aber dafür bringt er ein paar Ruckler mit. Oh, dann schon was los hier, wa? Konzentriere nicht, dass die hier irgendwie, dass ich den hier irgendwo reinfahre oder sowas. Schön mit Kurve. Ich hoffe nicht, dass der mir da, dass der mir irgendwie hinten reinfährt oder so. Gehabt. Ja, es scheint so. Kim London, ja. Ist klar, ne? Haben alle voll verstanden. Eine quere Kumpel hier. So, du darfst, Kollege. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir noch bis zur Fähre brauchen, weil da würde ich dann schon noch gerne hin, diese Folge. Den Rest dann in der nächsten Folge machen. Wenn diese verkackten Ruckler nicht wären hier. Ich glaube, ich werde das wohl doch mal testen müssen mit den... mit den anderen Festplatten noch. Ich glaube, je früher, desto besser, wa? Dann werde ich jetzt mal die Aufnahmen für diese Woche machen, damit ich hier nicht mehr so rumruckel. Grüßen alle nicht. Wo sind wir denn? Vexio sind wir wahrscheinlich gleich, oder jetzt eher gesagt. Und dann müssten wir eigentlich schon da sein. Nicht gedacht, dass es von Stockholm bis dahin so, so lange ist. So lange dauert. Ich habe gedacht, wir sind schneller da. Schneller da. Oh, ich finde das voll cool mit der Hupe und der... mit dem Leben, mit der Lichthupe. Ist ja klasse, ne? Und das müsste eigentlich auch beim der ATS genauso funktionieren. Also müsste der normalerweise genauso können.
Ja, die ersten zwei, die mal wieder sehr lange gegrüßt haben hier. Ich habe ja gerade, achso, ihr müsst gerade übrigens sehen, die 20 Minuten sind vorbei. Da werde ich hier jetzt gleich nämlich doch mal meine Pause machen, wenn der hier an mir vorbei geflitzt ist. Genau. So, dann mache ich nämlich jetzt mal die kleinen Zwischenstopp. Und verabschiede mich dann jetzt hier von dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann, alles Gute, euer Wubra, denkt an den Daumen. Ciao, ciao.